Jetzt sollst du mal versuchen, selbst eine komplexe interaktive Abbildung zu machen. Ich versuche hier den Start zu geben, was man dafür alles braucht. Und dann zeige ich auch, wie das Ergebnis ist. Und dann kannst du mal versuchen, das selbst herauszufinden. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, damit es ein bisschen schneller geht. Hier ein paar Packages, die ich reinlade. Ich führe das mal aus. Unter anderem hier das Mineralogie Module. Denn darin habe ich einen Befehl, mit dem ich aus einem Ordner die ganzen Dateien herauslesen kann und den ich dann benutzen möchte. Wenn ich jetzt weiß, ich habe diesen Befehl in dem Modul drin, weiß aber nicht mehr, wie der heißt, gibt es einen anderen Befehl, mit dem man reingucken kann, was so im Modul drin ist. Der heißt dir und da gebe ich dann mm ein, das ist die Abkürzung für dieses Modul. Und dann sehe ich, aha, dir Files heißt der Befehl, den ich suche. Ich könnte es auch für anderes machen, für Pandas beispielsweise, und kriege hier dann alles, was in Pandas drin ist. Ich kann es auch für Befehle machen, zum Beispiel List. Dann sehe ich, welche Methoden hier ich in List machen kann. Also ich könnte dahinter hinschreiben Append. Das machen wir öfters. Dass hier eine List.append machen oder List.clear. Und damit man kann ich sortieren lassen, umkehren und so weiter. Also das ist ganz praktisch. So, darum soll es jetzt gerade gar nicht wirklich gehen, sondern darum, diesen komplexen Plot zu machen. Und zwar sollen Daten auf einem Plot dargestellt werden. Daten aus verschiedenen Dateien auf demselben Plot. Zunächst mal hier habe ich mir reinkopiert die Abbildung der Weltkarte. Das führe ich aus, dann kommt hier diese Weltkarte raus. Und dann als nächstes lade ich jetzt Daten rein. Das habe ich hier auch schon mal vorbereitet, ganz normal mit Pandas einlesen und dann wird hier ein Data Frame, Geodata Frame draus gemacht, wo aus diesem Data Frame hier in Geometry diese Punkte reingeladen werden. Dann führe ich das mal aus und dann bekomme ich hier diesen Data Frame, wo hinten dran die Geometry-Spalte da ist. Und als nächstes möchte ich es dann darstellen. Dazu muss ich, müssen beide Plots, das soll ja geplottet werden, deshalb müssen die Plot-Befehle in eine Zeile, weil ich kann nicht in einer Zeile ein Plot ausführen, in einer Zelle ein Plot ausführen und in der nächsten Zelle den anderen Plot, dann wird dann nicht beides dargestellt. Ja, also wenn ich DFGO heißt es jetzt hier, ich mache das mal kleiner, ich zeige es mal kurz, also wenn ich jetzt nur hier das plotten würde, dann würde ich zwar die Daten von DFGO bekommen, aber nicht die Weltkarte. Wenn ich die auch hier in dieser Zelle mitplotten will, muss das auch hier mit drinstehen. Dann plotte ich das und dann bekomme ich, jetzt muss ich hier noch, das hier soll eine Achse sein von diesem Plot, also ein Subplot. Und dann bekomme ich hier die Daten auf dieser Karte dargestellt. Wenn ich jetzt einen zweiten Datensatz hier darstellen möchte, dann brauche ich hier einen zweiten Datensatz, den ich einlesen muss. Dafür kopiere ich das einmal. Hier mal eine Zeile rein, wenn man es besser sieht, nenne es DF2 und lade hier rein zum Beispiel Banda Arc. Und dann kopiere ich dieses Ganze auch und mache hier auch ein 2 hin. Jetzt muss ich aufpassen, hier steht 2. Bei dem Data Frame muss 2 stehen. Hier beim Data Frame muss 2 stehen, da muss auch eine 2 stehen. Sehr beliebt, dass man das vergisst, passiert mir auch regelmäßig. Dann führe ich das aus und dann mache ich hier einen zweiten Plot hin, oder einen dritten, besser gesagt. Und das ist von 2. Da muss auch wieder stehen das eine Achse, diese Weltkarte ist, dann wird es auf diese Karte drauf geplottet. Führe ich das aus und dann habe ich hier den zweiten Datensatz dargestellt. Also auf die Art und Weise können mehrere Datensätze auf einer Karte dargestellt werden. Das wäre so der erste Teil, der nötig ist. Und statt jetzt hier noch fünf weitere Plots zu machen oder fünf weitere Daten einzulesen, würde ich mir einen Read-File-Befehl definieren, der genau das macht, wo dann, also der sieht theoretisch, ich mache das jetzt nicht komplett, sähe der dann irgendwie so aus. Read-File. Irgendwie, da kommt dann der Filename natürlich rein. Und dann würde man hier dann ein Return, würde man diesen DFGO, so in der Art ungefähr, sähe das dann aus. Was wir jetzt wollen, ist, dass wir mehrere Plots nebeneinander darstellen. In einem
in einem Grid. Und dafür gibt es eine weitere sehr gute Möglichkeit, die ich hier mal darstellen will. Dafür definieren wir erstmal das Fig ein bisschen anders. Vom Prinzip her ist es das gleiche. Also Fig soll eine Figure sein. Man kann es auch mit einem Komma und dann weitermachen. Aber hier haben wir noch ein paar mehr Parameter, deshalb machen wir so. Und dann nenne ich hier fig.setFig. Das muss so stehen. setFigHeight. Und dann schreibe ich hier mal 10 rein. Das ist die gesamte Figure, also die gesamte Abbildung soll so. Sind das die Dimensionen von der gesamten Abbildung. Und dann Width auch 10. Und jetzt fange ich an, hier die einzelnen Subplots als Grid zu plotten. Also ich mache hier AX1, also der erste Plot. Und der soll sein PLT und dann Subplot to Grid. Ich erkläre die Sachen gleich im Detail. Und dann kommt hier ein Shape rein. Das ist wie, ob das rechteckig sein soll oder quadratisch, diese Abbildung, dieser Plot. Also 3.3, dann kommt die Location, das ist wichtig, erkläre ich gleich, dann ist es sehr viel einfacher, das direkt zu zeigen. Dann hinten noch ein Callspan, das ist gleich 1. So, das muss jetzt gerade noch nicht klar sein, was alles bedeutet. Es wird gleich klar, wenn ich jetzt vier von diesen Plots darstelle. Jetzt brauchen wir natürlich irgendwelche Daten, das soll ein ganz einfacher Scatterplot sein, weil das gerade überhaupt keine Rolle spielt, was hier dargestellt wird. Und das kopiere ich jetzt auch viermal runter. Ich bin auf den falschen Knopf gekommen. 4, 3, 2. So. Jetzt das bei Location, das muss auch ein Gleichheitszeichen sein. So wie bei Shape auch. So, jetzt bekomme ich hier einen Plot. Und das kommt jetzt daher, weil die Location von diesem Plot immer die gleiche ist. Die sollte eigentlich, wollte ich jetzt hier 0, 0 machen, überall. Das sieht jetzt gleich aus. So, jetzt hat man einen Plot. Allerdings, das ist jetzt nicht ein Plot, sondern es sind vier Plots aufeinander. Der Punkt ist, dass die Location sagt, wo der Plot sein soll. Und jetzt sind die alle an der gleichen Location. Und eigentlich hat man hier ein Koordinatensystem mit, das hier ist die Koordinate 0, 0, das ist die Koordinate 0, 1. Das hier ist 1, 0 und das hier ist 1, 1. Das heißt, wenn ich jetzt den zweiten Plot hier rüber schiebe, braucht er die Location 0, 1, die Koordinaten 0, 1. Also ich muss von hier nach hier. Das trage ich jetzt hier bei Location ein, dafür ist es da. Der zweite Plot soll 0, 1 sein. Mache ich mal. Jetzt sehe ich, die beiden sind nebeneinander. Ich kann ja hier mal beim zweiten Plot hier noch eine 4 reinschreiben. Dann sieht man, das ist dieser zweite Plot. Da ist jetzt diese... Da ist jetzt diese 4 drin, ja, das ist 4, 5, das hier 4, 5, das ist diese Koordinate. Und dann möchte ich, jetzt liegen hier wieder immer noch 3 übereinander, jetzt soll eins davon in 1, 0 sein und die andere Location in 0, 1. Und dann liegen die hier, das muss 1, 1 sein, und jetzt liegen diese 4 Plots in diesem Grid, so nebeneinander. Theoretisch könnte ich auch einen Plot weglassen, also angenommen, ich möchte den hier nicht haben. Dann mache ich mal den zweiten Plot weg. Dann soll ich natürlich auch den hier wegmachen, logischerweise. Und dann habe ich diese 3 Plots. Also ist dann auch möglich, hier so eine Lücke zu lassen damit. Ja, oder wenn ich jetzt den Vierer hier weglasse, dann hätte ich nicht den Vierer, sondern den Dreier, dann hätte ich diese Diagonal gegenüberliegen. Ja, jetzt habe ich noch die beiden übrig an den Stellen. Und jetzt gibt es noch dieses ominöse Callspan. Das heißt, über wie viel Spalten sich der Plot erstreckt. Also angenommen, ich möchte, dass der Plot sich über diese beiden Plots drüber erstreckt, dann wäre es Callspan 2. Jetzt würde ich hier in 2 stehen. Und dann erstreckt sich dieser Plot über diese beiden drüber. Und so kann man anfangen, jetzt mit sehr viel Kombination hier diese ganzen Plots zu machen. Und das soll jetzt Teil der Aufgabe sein. Und aussehen soll das Ganze dann so ungefähr. Man soll dann Dropdown-Menüs haben, die in der Form angeordnet sind. Man kann es wirklich sehr simpel machen, das Programm. Also man kann einfach mit Copy-Paste diese ganzen Dinge reinkopieren.
Dann kann man sich hier aussuchen aus dem GeoRock-Ordner, was dargestellt werden soll auf dem entsprechenden Plot und hier unten noch die Elemente. Und das ist dann das Ergebnis davon. Also man hat jetzt hier vier Plots von vier Regionen. Die sind alle, haben alle eine Farbkodierung, also grün ist dann hier unten Galapagos, blau ist hier Tanzania Craton und so weiter. Und wenn ich jetzt hier mal bei 90 Eastridge gucke und ich mache dann mal Eisen, dann habe ich jetzt eben, ich habe das wahrscheinlich gerade nicht ausgeführt, jetzt soll ich das mal kurz machen. Okay. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so schön aus, aber dann kann ich hier entsprechend unterschiedliche, hier jetzt Aluminium, Silizium darstellen lassen und so weiter oder unterschiedliche Dateien. Das ist jetzt auch, glaube ich, klar. Wenn es nicht ganz klappt, ist auch kein Problem. Probier einfach mal ein bisschen damit rum. Es gibt ja auch eine Lösung dafür, die da ist, aber damit lassen sich wirklich sehr schön solche komplexen Plots interaktiv auch darstellen. Ist natürlich super hilfreich, um Daten einmal sich vernünftig anzuschauen.